Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild Farming Projekt Landwirtschaftssimulator 17. Heute mit dem Freezy, mit dem McManus, mit dem Sachsen-Player und dem Guten. Hallo. Hallo. Hab's einmal eine kleine technische Frage. Weil ich sehe ja gerade hier meine CPU-Auslastung und die ist sehr bedrohlich. Was? Ja. Also, ich hab fast das Gefühl. 6700er? Ja, die ist gerade sehr. Ich hab fast das Gefühl, der schläft bald ein. Das sind 2,6%. Oh lol. Ja, okay, ich habe mir schon gedacht, what? Ja, das wäre jetzt echt strange. Warte mal, ich guck mal bei mir. Ja, der hat gar nichts zu tun. Eigentlich kannst du den halben CPU ausschalten, brauchst du nicht. Ich habe den Eindruck, dass der LS17 ein bisschen mehr auf die Grafikkarte geht. Habt ihr echt, was habt ihr für eine CPU-Auslastung? 2,3%. Auch so, pipapo, nichts. Bei 5,3. Aber über was, Moment, mit was nehmt ihr auf und über was rendert ihr? Also dann habe ich 100%. Was? OBS zum Beispiel rendert ja direkt beim Aufnehmen. Nee, ich nehme mit DXStory auf in AVI. Und Werner? Ja, Bandicam. Auch CPU. Ja, aber du? Das macht gar nichts und so. Ich habe über Grafikkarte. Ja, gut. Also ich habe eine CPU-Auslastung von 40%. Ja, ich auch. 50. Okay. Und aber gut, ich habe OBS 25.000 Mbit und es ist halt einfach, wenn ich die Aufnahmetaste drücke, dann geht's natürlich hoch. Voll, oder? Warte, 1% noch, 1% noch voll. Aber warte, ich bin schon wieder da. Ich habe nur hier kleine Herrenrunde bei Werner gedreht. Ich wollte gerade sagen, was machst du hier? Mal kurz gehen. Check, was abgeht. Kann ich mir ein neues Gewicht kaufen, weil jedes Mal, wenn du mit dem Ding um die Ecke fährst, fährt das hin, wenn du die Schaufel voll hast, ey. Ja, aber guck mal bitte, was das für ein Gewicht ist, was da dran hängt. Ja. Weil es ist nicht gesagt, dass unbedingt ein schweres Gewicht. Ich habe mal eine andere Frage. Wie viel fasst eine Schaufel? 1800, glaube ich. Ja, Moment. 1800. Ja, gar nichts. 1857. Aber wir waren ja noch in der letzten Folge. Wir wollten ja eigentlich jetzt über CC reden. Achso. In der letzten Folge noch bei Bausim hingeschlafen sind. Also im Endeffekt, ja, wie gesagt, der erste Bausim, der ist ja für Sandy gekommen, das war ja der 14er. Ja, es gab, glaube ich, noch einen Ehren, den Bausim von 2008 oder 2009. Ach, der war so richtig billig. Das war ja damals noch von Disc Games, das kannst du ja komplett in die Tonne treten. Ja, das ist von Disc Games. Für damalige Verhältnisse war eigentlich nicht schlecht. Ja gut, ja, wenn ich mir Simulatoren von 2008 angucke, auch für Simulatoren, ha, Also der LS war ja wohl damals schon Premium. Das ist richtig, ja, habe ich auch hier im Regal stehen. Was? Ja, LS08? Ja, habe ich auch. Das war halt damals schon so ein Streckenpferd, aber der Rest konntest du damals aus der Simulation sehen, alles wegkloppen. Aber überlegt euch das mal, ohne Mist, was von 2008 der erste LS, also sich nicht jetzt nur beim LS, sondern generell bei den Simulatoren getan hat, ist der Wahnsinn, oder? Ja. Auch die, wenn man das TSW sieht, was dann rauskommt, hier Train Simulator wird, das ist krank, oder? Wie simulatorisch, wie das abgeht. Aber ja, andererseits ist jetzt eigentlich schon, also es geht schon noch weiter, aber ich finde so richtig, der Umbruch kam so mit Zeiten ETS 2 und LS13. Ja. Ja. Und dass sich halt die Strategien der Firmen geändert hat, wo Astragon halt einfach gesagt hat, okay, wir bringen jetzt weniger Spieler raus, dafür sind sie hochwertiger. Klappt manchmal nicht, aber wenn es klappt, macht es mehr Sinn, denke ich. Wenn es klappt, macht es dann mehr Sinn. UIG macht dann halt das Gegenteil, ne? Aber eine ganz kleine Frage. Auf der 23, was sehen wir an? UIG lebt noch? Wollen wir Mais erstmal wieder weglassen? Wir haben jetzt zweimal Mais gemacht. Zweimal zwei Felder. Kannst du sagen, was wollen wir ansehen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Schwierig. Sonnenblumen können wir nicht, da haben wir nicht das Schneidwerk dafür. Obwohl sie Kohle bringen. Wir wollen ja erstmal auf dem Radlader gehen. Können wir uns das Schneidwerk nicht leisten? Wir haben ja 120.000. Naja, wir wollen ja auf dem Radlader gehen für 140. Nee, Radlader lohnt sich nicht, hat man schon festgestellt. Ja, glaube ich auch nicht. Also da müssten wir wirklich extrem auf Mais gehen, damit sich das lohnen würde. Ja. Und dann nur mit dem 2-Reiher, aber ein Radlader. Na. Ja, ich dachte, weil es ein Gespräch war für 140. Nee. Ja, dann macht mal weiter. Ich guck mal, ich kann ja eh nichts machen. Aber was bringt UIG da noch für Spiele raus? Die Spiele, die sie vor 5 Jahren rausgebracht haben, in oder einem anderen Titel. Ach so, okay. Kein Scheiß. Deshalb habe ich die nicht, okay.
Wirklich kein Scheiß. Also dieselben Spiele, exakt dieselben Spiele, nur mit einem anderen Namen. Ja, das schneidet das kostet nur 33 Euro. Das ist eine bodenlose Frechheit, was die machen. Dann auf A. Würde ich jetzt behaupten, oder Leute, was meint ihr? Schon traurig. Ja, wegen mir können wir gerne mal Sonnenblumen sehen. Vor allen Dingen, wenn die da, sich damit halten, dann muss das ja irgendein Depp kaufen. Wollte, achso. Ob die sich so richtig damit also halten, es ist, gibt wie viel, wie groß ist UIG? Von der Entwickler, also jetzt vom Dingsherr, weiß ich gar nicht, wie viel man die da sind. Aber es gibt für das Schneidwerk Sonnenblumen, es gibt ein kleines, 5,7 Meter für 33.000. Oder es gibt dann halt 5,7 schon die nächste Stufe, relativ groß. Und dann gibt es halt gleich mal 12 Meter für 54. Ja, 12 Meter haben wir ja, oder, das dranhängt. Oder es gibt ein Capello, wo du Sonnenblumen und Körnermais machen kannst, mit 6 Meter. Oh, das ist das, das ist gut. Oh, warte mal ganz kurz. Capello ist cool. Genau nach dem Rennen. Also das ist für 34.000. Ja, dann nehmen wir das, oder? Kannst du auch schön zusammenklappen, glaube ich. Ja, warte mal, dann nehmen wir doch aber eher das für 40.000, oder? 6.000 mehr, dann haben wir mehr Größe. Das ist das geilste Diamant in der HS12. Halt ja, mega geiles halt Ding, ne? Mega geiles Ding. Aber das ist halt 12? HS12, 9 Meter ist das halt. Nicht. Also, da brauchen Meter, wir echt mal einen anderen Drescher, ey. Ja. Da kann ich auch mal gucken. Warte mal, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, große Schneidwerk, kleine Drescher hat sich bewährt, oder? Nein. Was? Nein? Eigentlich schon. Na, vom Drescher her könnte man, wenn man, welche Stücke, welchen haben wir? Ach, wir haben ja noch den Anfangsset in Sampo, ne? Ja, ja, also den ganz, den. Da wäre ja der Axialflow der nächste für 100. Ist der nicht mal der Shampoo? Ja, wir haben den Axialflow. Den haben wir haben den Axialflow, gut, dann wäre die nächste Eskalation der CC, ach ne, der ist auch scheiße. Was haltet ihr denn von der Sojabohnenfabrik? Sojamilch, meine ich. Von der Sojamilchfabrik. Rostelmilch. Ist das ein Wort, oder? Ist ein Mod, ist ein platzierbares Objekt und du schmeißt Weizen rein, du schmeißt Sojabohnen rein und noch irgendwas und bekommst auch drei Stoffe wieder raus, unter anderem aktuell noch normale Milch. Lass mich raten, das fährt man dann wieder mit einem Anhänger durch die Gegend. Und das fährst du dann zum Verkauf? Mit Anhänger. Stark. Wie, Anhänger? Ich weiß, was du meinst, ja. Well, ja. Aber was halt, was wie meint ihr das mit dem Anhänger? Ja, weil glaube, diese Wirtschaftszweigdinger sind ja im Endeffekt, du tauschst quasi deinen eigenen Rohstoff gegen ein veredeltes Produkt. Und das richtig verkaufst du dann wiederum. Richtig. Also fährst du eigentlich nur mit dem Anhänger durch die Gegend. Ja, aber das bringt halt mehr Geld. Das du schaffst halt die Milch, die Sojamilch dann quasi mit einem Tanker zur Verkaufsstelle, das ist alles. Ja. Aber das machst du ja mit dem, was du jetzt erntest, auch. Ja, aber du hast dann nur halt diese, weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen komisch, weil ganz ehrlich auch, es gab ja diese Raps für Biodiesel, ne? Ja. Diese ganzen Mods, fand ich auch immer irgendwie komisch, weil als Bauer verkaufst dann halt deinen Raps und dann ist es nicht mehr deiner und du hast damit nichts zu tun. Aber auf einmal fährst du dann wieder den Diesel durch die Gegend. Ja, aber das ist irgendwie nicht so meins. Siehst du so, es ist deine Raffinerie. Ja, klar, weil ich ja auch die Kohle hab, mir eine Raffinerie zu kaufen. Ja, war es halt raffiniert früher. Ja. Da kommt der Hardcore-Instinkt raus. Aber gut. Rostelmesh wäre der nächste bei dem. Aber gut, du musst es mal so sehen, ne? Was würdest du dafür geben, wenn an der Zapfsäule, steht, Gudens Diesel? Ja. Was würdest du dafür geben? Gar nichts. Doch, also das ist Bus. Guden ist anspruchslos, da bin ich Ego-Technik. Cooler wäre eigentlich, wenn auf dem, wenn es hier wieder so einen Milchwagen geben würde, wie im Elver, der dann durch die Straßen fährt zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wenn dann darauf stehen würde, hier Rosis Best, wie auf der Milch, die wir da bekommen haben. Das wäre cool. Rostelmilch wäre bei der Das fände ich raffiniert. Ist, Drescher. Was ist denn das? Für 214.000. Lol. Ja. Alles andere, das sind nur kleine Sprünge, das lohnt sich nicht von der Kohle. Ah. Ist das Problem, da haben wenigstens schon mal eine Tankkapazität von 9.000. Problem ist, dass wir für den alten gar nichts bekommen, ne? 18.000 noch, glaube ich. Naja. Das gibt nicht. Aber der kostet auch 1.000 am Tag Unterhalt oder so. Ja, der ist verdammt teuer, ne? Aber die Drescher sind alle teuer, von daher. Aber leider alternativlos zurzeit. Warte, Rendi, ich hab noch. Ja, also eine 10,90 muss es eigentlich schon sein, ne? Ja, aber. Ich räume schon mal ein. Also erstmal das Schneidwerk oder was?
Also hast du das 9 Meter. Wie, noch ein größeres? 9 Meter ist jetzt nicht so groß. Doch. 9 Meter? Voll. Hast du schon mal einen echten 9 Meter Schneidewerk gesehen? Da macht richtig... Wie groß ist das, was wir jetzt dran haben? 7, noch was. Warte, das ist ja noch größer. Ja. Ja, ne, aber es ist halt, also, ne, ist ja so maismäßig. Und der Drescher ist eigentlich für 5 Meter ausgelegt. Einfach mal doppelten Durchsatz. Das Ganze, das ist ja nicht nur Brett. Dann fahren wir aber nur noch 2 km/h, oder? Nee, das ist halt, es geht. Ja, das geht schon, aber... wie gesagt, für 4000 und dann halt die Größe mehr, da lohnt sich halt das kleinere unten drunter meiner Meinung nach nicht. Ja, aber ich würde gar nicht das Schneidewerk updaten. Ich finde das jetzige schon zu groß für den Drescher. Ja, nee, es geht ja darum, dass wir Sonnenblumen ernten können. Ach so, wenn du unbedingt wollt, kauft das größere, ist halt ein bisschen komisch. Aber auch komisch muss in der Welt akzeptiert werden. Nee, komisch ist, zum Beispiel Drachenlord. Komisch ist eine Randgruppe, oder? Wir haben heute noch gar nicht über Drachenlord geredet. Komisch ist keine Randgruppe mehr. Was haben wir nicht gemacht? Gar nicht über Drachenlord geredet. Aber da muss ich euch späten erstmal beglückwünschen. Also guten und Werner. Ja. Weil Werner hat mir nämlich über Skype einen Screenshot geschickt. Der hat wirklich tatsächlich auf Hitbox Drachenlord angeguckt. Und guten hat sich auch damit beschäftigt. Das ist schon mal schön. Ja. Finde ich gut, dass ihr da auch mal mit reinkommt. Bisschen Kultur kennenlernen. Community. Aber Werner, ja, das war an dem Tag, war das durchaus stand auch im ASA drin. Das war wirklich Eskalation. Was war denn da? Ne, Drache ist ja jetzt von YouNow auf Hitbox gegangen, weil ja auf YouNow angeblich seine Streams so gedidost werden und alles. Auf Hitbox leckt der Stream trotzdem. Der ist halt einfach zu dumm. Und hat da jetzt irgendwie Moderatoren halt. Es gibt ja wirklich welche, die zu dieser Person stehen. Hat da halt irgendwelche Moderatoren. Du zum Beispiel, und ne? Dadurch, dass der bei Hitbox den Subscriber-Chat Oli anhat, ne? Weil halt alle, die halt keine Subscriber sind, können nicht rein, logisch. Und es aber halt kaum Subscriber gibt, ist der Chat halt größtenteils tot. Versteht sich. Und ja, da verstehen sich halt Leute, jedes Mal, wenn der streamt, massenhaft, also bestimmt mehrere tausende neue Accounts, die dann halt, was weiß ich, hier sind Rainer W. ist hässlich, Rainer W. ist fett oder lauter sowas. Also, heißt Drachenlord Rainer oder was? Das sind doch die Harmlosen, das geht auch noch ein bisschen krasser. Wir sind zum toten Vater und zur Mutter und so weiter und so fort. Oh, und das ist nicht nett. Das ist logischerweise ist das nicht nett, aber ist halt so. Und das würde keinerlei Beachtung finden, weil wenn die followen, wird es ja nicht angezeigt. Ne? So schlau, also ne, so weit hat er es ja auch noch nicht gebracht. Aber wenn die Moderatoren, die im Chat bannen, dass die erst gar nicht schreiben können, steht er ja immer da. Ne? Moderator bannt den und den Namen. Da ist der Chat permanent voll mit, ne, bannt Rainer Winkler stinkt, Rudi, ich rudel hier spülle Rudi aus, ist ein toter Vater und so weiter und so fort und hin und her. Und somit taucht es natürlich permanent im Chat auf. Stark. Ja, und damit haben sie aber auch ihre Aufmerksamkeit. Ja, also schlaue Moderatoren so auf Deutsch übersetzt. Ja, dann regt er sich halt auf, dass der Chat tot ist. Ja klar, will halt keiner einen Euro ausgeben dafür, versteht sich. Und Hitbox promotet den noch auf Twitter und Facebook und alles, weil er halt mal so 300, 500 Zuschauer hat. Und massenhaft tausende neue Accounts erstellt werden. Aber nachdem Hitbox den promotet hat, hat Hitbox eine richtige Schelle von der Community kassiert. Aber richtig krass. Ja, das ist schon richtig. Die haben also schon alles wieder gelöscht. Hitbox hat eine Community? Aber auf Hitbox treiben sich... Nee, auf YouNow treiben sich doch eh nur die kleinen Mädels rum, oder wie war das? Nee, das haben sie in den Griff gekriegt. Das war am Anfang sehr extrem. Das haben sie wirklich in den Griff gekriegt. Aber weil sie dann... YouNow? Ja, weil sie dann aber auch Stress gekriegt haben von deutscher Seite. Ich hab gedacht, das sind die Pädophilen auf YouNow. Ja, da war damals... Weil was weiß ich, 12-jährige Mädchen oder was weiß ich, vor der Kamera rumgeregelt haben. Alter, wäre ich der Vater gewesen, wenn das Zimmer reinkommen sind wie meine Tochter vor der Kamera. Da hätte es von hinten auf den Hinterkopf geklatscht. Aber ganz kurz, da wäre die mal kurz eingeschlafen. Also das... Also da hört der Spaß auf. Da haben sie jetzt mehr Überwachung drin, weil die dann natürlich extrem in die Karate sind. Weißt du, wie viele... Also es ist jetzt kein Scheiß. Weißt du, wie viele Kinderficker sich auf solchen Seiten rumtreiben mit 90. Accounts von hier, ich bin 15 Jahre alt, also ein Junge 15 Jahre alt und versuchen da irgendwie ins Gespräch zu kommen und bla 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 und so weiter. Ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel.
Also genau, hat er ja am Anfang alle Freiheiten gelassen. Du brauchst ja nur die App und dann kannst du von deinem Handy aus streamen. Da ist es nachts um drei, da siehst du dann irgendwelche Kinder, die in ihren Zimmer da halt rumhocken und halt nicht pennen und dann halt irgendwie, naja, lass doch mal ein Like da und sowas bescheuert halt. Ich verstehe sowieso nicht, wie Juno sich hält. Durch Leute wie, ich weiß gar nicht, Lachpferd oder so, wie der heißt, und Drachenlord halt einfach. Und Tanzverbot bestimmt. Ah, und Tanzverbot. Das sind einige große. Katja Krasowitschke war ja auch mal aushängeschild von Junau. Da siehst du schon, welches Niveau die haben. Fertig. Deswegen. Was sehen wir jetzt an, bevor wir... Sonnenblumen. Achso, ja, das war ja das. Dann, ja, fertig, immer noch. Sonnenblumen. Gut, wir sind erstmal fertig für heute, liebe Leute. Wenn es dir gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen. Würde uns sehr, sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf dem Wildfarming-Projekt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tausend. Tschüss. Ciao.